Shalom. Ich sitze hier an einem Olivenbaum in Ramat Rachel in Jerusalem am Rande der judäischen Wüste. Der Baum schützt vor der Sonne und ist ein Treffpunkt, ein Symbol für das Leben Israels. Ich möchte Ihnen von einem Besuch bei der Eiche von Moreh erzählen. Auf Hebräisch heißt das Elon Moreh. Davon wird berichtet im Buch Genesis, Kapitel 12. Und sie kamen in das Land und Abram durchzog das Land bis an die Städte von Sichem, bis zur Eiche Moreh. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort dem Herrn einen Altar. 1980 haben Israelis in Elon Moreh die alte israelische Dorfgemeinschaft wiederbelebt. Elon Moreh liegt in Shomron, am Berg Kabir, östlich von Sichem, Nablus, wie es die Römer nannten. In Elon Moreh hatte ich den Eindruck, in der Mitte Israels angekommen zu sein. Von hier ist es bis nach Jerusalem im Süden 120 Kilometer und nach Caesarea am Mittelmeer im Nordwesten 100 Kilometer. Abram und seine Familie kamen von Haran, jenseits des Jordan, und gingen bei Beit She'an über den Jordan ins Land Kanaan, das ihnen der Herr verheißen hat. Sie liefen die Ebene entlang am Fluss Tirsa, der längste Strom in Shomron, der vom Berg Kabir kommt und in den Jordan fließt. Bei der Eiche von Moreh am Berg Kabir rastete Abram und die ganze Familie. Ich sah die grüne Ebene von Tisra. Sie liegt da wie zu Abrahams Zeiten, voll Blumen, Büschen und Bäumen. Ein wunderbarer Wanderweg. Später haben die Römer den gleichen Weg genommen, um vom Mittelmeer über den Jordan nach Osten zu gelangen. Die römischen Meilensteine sind immer noch da. Von der herrlichen Aussichtsterrasse in Elon Moreh, gleich hinter dem Nachal Tirsa, erheben sich die beiden Berge Ebal und Garizim, mit Sichem zu ihren Füßen in der Mitte. Die Nordostseite des Berges Ebal ist deutlich zu erkennen und der Steinaltar, den Josua gebaut hat, wie es heißt im Buch Josua Kapitel 8. Damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berg Ebal, wie Mose, der Knecht des Herrn, den Israeliten geboten hatte. Vor unseren Augen liegt der Anfang von Israel mit Abraham und Josua. Professor Avraham Sertal, Archäologe an der Universität Haifa, fand den Steinaltar Josuas vor etwa 30 Jahren. Sein Buch trägt den Titel »Ein Volk wird geboren, der Altar am Berg Ebal und die Geburt Israels«. Professor Sertal beschreibt die Suche nach dem Steinaltar Josuas und dessen Ausgrabung. Hier, an Josuas Steinaltar, hatten die Stämme Israels die Zeremonie des Segens und Fluchens. Wie es heißt im Buch Deuteronomium, Kapitel 27, und Mose gebot dem Volk und sprach: Diese sollen stehen auf dem Berg Garizim, um das Volk zu segnen, wenn ihr über den Jordan gegangen seid. Simeon, Levi, Juda, Issachar, Josef und Benjamin. Und diese sollen stehen auf dem Berg Ebal, um zu verfluchen. Ruben, Gad, Aser, Sebulon, Dan und Naphtali. Professor Sertal hatte alle Ausgrabungsdaten ganz klar beschrieben und analysiert. Sie zeigen die Realität des Einzugs der Israeliten in das Land Kanaan, die Geburt Israels und seine Entwicklung bis heute. Dort, auf der wunderbaren Terrasse von Elon Moreh, wird Abraham und der Beginn Israels lebendig. Das Zeichen dafür sind die uralte Eiche in der Mitte des Dorfes, zusammen mit dem ewigen Nachal Tirsa und dem Berg Ebal.
Elon Moré hat Gästezimmer, köstliches Essen und bietet die ganze Geschichte Israels. Besser als Kino. Das Land ist weit und offen für jedermann. Elon Moré zeugt davon, dass die Geschichte des jüdischen Volkes mitten in Schomron lebendig ist. Schomron vibriert vom Leben der Familien und ihren Kindern. Vielen Dank.